Kennen Sie das? Ihre Bälle scheinen ein Eigenleben entwickelt zu haben. Sie fliegen völlig unkontrolliert in alle Himmelsrichtungen davon. Und nur durch Zufall fliegt Ihr Ball auch mal Richtung Ziel. Hierbei spricht man von streuenden Bällen. Streuende Bälle resultieren jedoch nicht aus einem rein technischen Fehler, wie die bereits vorgestellten getoppten Bälle, Hooks und Slices, sondern aus einer falschen physischen und mentalen Vorbereitung auf den Schlag. Eine Ursache für streuende Bälle ist ein wechselndes Setup. Mal ist der Ball falsch positioniert, mal sind die Füße nicht an der richtigen Position, mal ist der Griff nicht korrekt, mal befinden sich Hüfte oder Oberkörper nicht in der richtigen Stellung. Eine weitere Ursache für streuende Bälle ist eine fehlende Pre-Shot-Routine. Auch Unkonzentriertheit kann zu streuenden Bällen führen. Der Backspin, für viele Profis eine wichtige Schlagvariante, um vor allem bei kurzgesteckten Fahnen, also bei Fahnenpositionen am vorderen Grünrand, trotzdem angreifen zu können. Wie dieser Backspin entsteht und wie auch Sie diesen Effekt nutzen können, das zeigen wir Ihnen nun. Der Backspin eines Balles entsteht, wenn die Schlagfläche auf den Ball trifft und diesen dann in eine Rückwärtsrotation versetzt. Der Ball wird bei einem Schlag